Before we start, take a moment to click the subscribe button, the thumbs up, and the notification bell. Videos like this take a long time to make, and although I enjoy helping you out, it definitely shows your appreciation for the effort that goes into them. Are you ready? Let's go. Section 7. Teil 7. Teil 7. What are you saying? Was sagst du? Was sagst du? I don't meet him so often. Ich treffe ihn nicht so oft. Ich treffe ihn nicht so oft. The water is lukewarm. Das Wasser ist lauwarm. Das Wasser ist lauwarm. I want to wash myself. Ich möchte mich selber waschen. Ich möchte mich selber waschen. Bring me a piece of chalk. Bring mir ein Stück Kreide. Bring mir ein Stück Kreide. His opinions carry weight. Seine Meinungen haben Gewicht. Seine Meinungen haben Gewicht. The prices have gone down. Die Preise sind gefallen. Die Preise sind gefallen. There's been an accident. Es gab einen Unfall. Es gab einen Unfall. Your friend left town. Dein Freund verließ die Stadt. Dein Freund verließ die Stadt. Please leave me alone. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. It won't take so long. Es wird nicht so lange dauern. Es wird nicht so lange dauern. I like taking a walk. Ich gehe gerne spazieren. Ich gehe gerne spazieren. When will they arrive? Wann werden sie ankommen? Wann werden sie ankommen? How much do I owe you? Wie viel schulde ich Ihnen? Wie viel schulde ich Ihnen? You can take today off du kannst dir heute freinehmen, du kannst dir heute freinehmen. let's go to the picnic lasst uns zum Picknick gehen. lasst uns zum Picknick gehen. She has a pretty doll sie hat eine schöne Puppe sie hat eine schöne Puppe. Everyone is an artist. Jeder ist ein Künstler. Jeder ist ein Künstler. Please turn on the TV. Mach bitte den Fernseher an. Mach bitte den Fernseher an. Your haircut was fine. Dein Haarschnitt war gut. Dein Haarschnitt war gut. I hope you understand. Ich hoffe, du verstehst. Ich hoffe, du verstehst. Don't make a fool of me. Halt mich nicht zum Narren. Halt mich nicht zum Narren. I'll show you my room. Ich zeige Ihnen mein Zimmer. Ich zeige Ihnen mein Zimmer. How do I open the hood? Wie kann ich die Motorhaube öffnen? Wie kann ich die Motorhaube öffnen? An hexagon has six sides. Ein Sechseck hat sechs Seiten. Ein Sechseck hat 6 sechs Seiten. I heard the bell ring. Ich hörte es läuten. Ich hörte es läuten. Don't touch that button. Berühren Sie diesen Knopf nicht. Berühren Sie diesen Knopf nicht. How do I get to gate 5? Wo geht es zu geht 5 Wo geht es zu geht 5 How much is this radio Wie viel kostet dieses Radio Wie viel kostet dieses Radio How old is this church Wie alt ist diese Kirche Wie alt ist diese Kirche Open the door please Bitte mach die Tür auf Bitte mach die Tür auf. I often stay up all night. Ich bleibe oft die ganze Nacht wach. Ich bleibe oft die ganze Nacht wach. I have a persistent cough. Ich habe einen andauernden Husten. Ich habe einen andauernden Husten. Do you have a solution? Hast du eine Lösung? Hast du eine Lösung? Is this what you want? Ist das hier, was sie wollen? Ist das hier, was sie wollen? Can I take your order now? Kann ich jetzt Ihre Bestellung aufnehmen? Kann ich jetzt Ihre Bestellung aufnehmen? I hope you like it. Ich hoffe, es wird dir gefallen. Ich hoffe, es wird dir gefallen. I'm looking for a sweater, ich suche einen pullover ich suche einen pullover you've got a lot of guts du hast ganz schön mum du hast ganz schön mum be quiet and listen to me seid ruhig und hört mir zu seid ruhig und hört mir zu please iron the shirt. Bitte bügle das Hemd. Bitte bügle das Hemd. We defeated the enemy. Wir bezwangen den Feind. Wir bezwangen den Feind. The king was executed. Der König wurde hingerichtet. Der König wurde hingerichtet. These bananas went bad. Diese Bananen sind schlecht geworden. Diese Bananen sind schlecht geworden. I think that it's too big. Ich finde, es ist zu groß. Ich finde, es ist zu groß. I think this book is easy. Ich denke, dieses Buch ist leicht zu lesen. Ich denke, dieses Buch ist leicht zu lesen. The girl walked slowly. Das Mädchen lief langsam. Das Mädchen lief langsam. The News made her sad. Die Neuigkeit machte sie traurig. Die Neuigkeit machte sie traurig. We'll soon be leaving. Wir werden bald abreisen. Wir werden bald abreisen. It's none of your business. Das geht dich nichts an. Das geht dich nichts an. Do you like Japanese food? Essen Sie gerne japanisch? Essen Sie gerne japanisch? I can't find my watch. Ich kann meine Uhr nicht finden. Ich kann meine Uhr nicht finden. Do I need a tie? Brauche ich eine Krawatte? Brauche ich eine Krawatte? My watch must be slow. Meine Uhr muss nachgehen. Meine Uhr muss nachgehen. Do you like this garden? Magst du diesen Garten? Magst du diesen Garten? Let's cross the street. Gehen wir über die Straße. Gehen wir über die Straße. She acted in the play. Sie spielte in dem Theaterstück mit. Sie spielte in dem Theaterstück mit. I think I lost my keys. Ich glaube, ich habe meine Schlüssel verloren. Ich glaube, ich habe meine Schlüssel verloren. You can use this phone. Sie können dieses Telefon benutzen. Sie können dieses Telefon benutzen. Are you speaking to me? Reden Sie mit mir? Reden Sie mit mir. The experiment failed. Das Experiment war ein Misserfolg. Das Experiment war ein Misserfolg. She attempted to kill herself. Sie versuchte, sich umzubringen. Sie versuchte, sich umzubringen. Mary oiled her bicycle. Mary ölte ihr Fahrrad. Mary ölte ihr Fahrrad. He won't be away for long. Er wird nicht lange weg sein. Er wird nicht lange weg sein. Will she get well soon? Wird sie bald wieder gesund? Wird sie bald wieder gesund? Please allow me to go. Bitte erlauben Sie mir zu gehen. Bitte erlauben Sie mir zu gehen. I don't need anything now. Ich brauche jetzt nichts. Ich brauche jetzt nichts. Let's not be in too much of a hurry. Lasst uns nichts überstürzen. Lasst uns nichts überstürzen. It's already too late. Es ist schon zu spät. Es ist schon zu spät. He is an active person. Er ist eine lebhafte Person. Er ist eine lebhafte Person. I don't like the look of it. Das kommt mir spanisch vor. Das kommt mir spanisch vor. The radio is too loud. Das Radio ist zu laut. Das Radio ist zu laut. He hid himself behind the door. Er versteckte sich hinter der Tür. Er versteckte sich hinter der Tür. I got her a doll. Ich habe ihr eine Puppe geholt. Ich habe ihr eine Puppe geholt. Are you off your rocker? Hast du noch alle Tassen im Schrank? Hast du noch alle Tassen im Schrank? Don't lose your purse. Verliere nicht deine Handtasche. Verliere nicht deine Handtasche. I'll lend you my notebook. Ich leihe dir mein Notizbuch. Ich leihe dir mein Notizbuch. He isn't alone anymore. Er ist nicht mehr allein. Er ist nicht mehr allein. Why did you come here? Warum bist du hierher gekommen? Warum bist du hierher gekommen? I want a chamomile tea. Ich möchte einen Kamillentee. Ich möchte einen Kamillentee. I always keep promises. Versprechen halte ich immer. Versprechen halte ich immer. My foot's asleep again. Mein Fuß schläft wieder ein. Mein Fuß schläft wieder ein. I have about 5000 yen. Ich habe ungefähr 5000 Yen. Ich habe ungefähr 5000 Yen. My house is very cold. Mein Haus ist sehr kalt. Mein Haus ist sehr kalt. Where's the zoo? Wo ist der Zoo? Wo ist der Zoo? Who wrote these poems? wer hat diese gedichte geschrieben wer hat diese gedichte geschrieben do as you want mache was du willst mache was du willst I sell clothing online ich verkaufe kleider online ich verkaufe kleider online i like milk and bread ich mag milch und brot ich mag Milch und Brot. I can't take the heat. Ich kann die Hitze nicht ertragen. Ich kann die Hitze nicht ertragen. Who will come with me? Wer wird mit mir kommen? Wer wird mit mir kommen? Close the gate. Schließe die Türe. Schließe die Türe. We'll begin work soon. Wir werden bald anfangen zu arbeiten. Wir werden bald anfangen zu arbeiten. I have a kidney condition. Ich habe etwas mit den Nieren. Ich habe etwas mit den Nieren. Don't go out after dark. Geh nicht nach Anbruch der Dunkelheit aus dem Haus. Geh nicht nach Anbruch der Dunkelheit aus dem Haus. My Aunt had three kids. Meine Tante hatte drei Kinder. Meine Tante hatte drei Kinder. The snow was knee deep. Der Schnee war knietief. Der Schnee war knietief. Don't stare at people. Starre keine Leute an. Starre keine Leute an. I have no hair on my head. Ich habe kein Haar auf meinem Kopf. Ich habe kein Haar auf meinem Kopf. Repetition has its own benefits in language learning, so rewind as many times as possible and make sure to click the notification bell to get the next video. Best wishes.